Was? Greift mich jetzt wieder an. Wir ignorieren das einfach mal und gehen mal hier lang. Hoffen wir mal, dass die Wand hier nicht näher kommt. Was sie auch tatsächlich tut. Na super. Was bleibt noch über? Der Weg ist verschlossen, der Weg ist verschlossen. Wir müssen jetzt wieder zurück. Ja, mehr wird es ja nicht über. Ach, hier ist auch ein Sucher. Ach, die sind echt nur nervig. Aber sind sie auch schon weg. Okay. Nee, hier kamen wir eindeutig her. Es kann doch nicht sein, dass wir wieder zurück müssen, oder? Vielleicht hier was erledigen? Vielleicht fehlt uns noch ein Buch, was wir unterwegs mitnehmen müssen. Dieses Überapokrypha-Ding da. Aber ich denke jetzt nicht. Würde mich jetzt echt wundern. Ach, hier. Knirschende Klingen. Ich denke mal, jetzt können wir durch diesen Gang durch. Der uns gerade so irritiert hat. Hier dürfte das gewesen sein. Nee, immer noch nicht, oder? Ja, richtig, ist noch genauso versperrt wie gerade. Das ist echt komisch. Moment, wo könnte man... Geht's hier vielleicht jetzt links? Nee. Wo geht's denn lang jetzt? Ne, hier kann es auch nicht lang gehen. Ja, deswegen mag ich dieses Apokrypha nicht, weil man sich einfach nur verläuft hier. Das ist genau das, die Art von Quests, die ich nicht mag. Ah, schön. Endlich was Neues, ein Gang, der sich ausbreitet, anstatt sich zusammenzuziehen. Und hier scheint es auch schon richtig zu sein, weil hier ist anscheinend irgendwas. Okay, Ausdauer. Können halt mehr sprinten, ist halt hilfreich, was das angeht. Oh, und wieder Gegner. Ich mag euch nicht, ihr seid einfach nur nervig. Genauso wie diese Tentakel aus dem Boden. Diese Horkerangriffe. Wen interessieren denn bitte schon Horkerangriffe? Ups. Also so gut sind wir nicht mehr versteckt, dass wir uns so den Gegner annähern können. Wir sind zwar noch geräuschlos, aber wir sind nicht unsichtbar. Super, jetzt haben wir 31. Also ihr seht, das ist tatsächlich lächerlich. Aha, da sehe ich es doch. Da haben wir es doch. Ja, der Gang hier war's. Dieser Gang hier bewegt sich doch. Eindeutig. Daneben. Ich hoffe mal, das Finale wird ein bisschen bombastischer, als es bis jetzt immer war. Oh, ist das Hemios Mora da oben? Ach, so einer bist du wieder. Dann können wir auch Block ein bisschen trainieren. Sogar noch ein Schleicherbeschützer. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und es prockt Meruns Dolch. Genau das wollte ich jetzt sagen. Ist mir noch nie so aufgefallen, dass er echt so oft prockt. Ich meine, bei diesen großen Viechern prockt das ja anscheinend relativ oft. Kann ich hier so rein? Ja doch, darin kriege ich Schaden, dachte ich mir. Okay, ich sollte nicht nochmal rein. Ach, hier ist das große Tor. Können wir es aufmachen? Natürlich können wir das nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber Moment. Hier geht's auch noch lang. Ich denke, hier geht's dann auch weiter. Nee, ist nur noch ein Tor, was verschlossen. Ah, hier. Okay, jetzt geht das große Tor auf. Das finde ich sogar noch besser. Dann kriegen zwar nicht dass die Sachen, die da drin... Oh, Moment. Dann kriegen wir beides. Vielleicht finden wir noch ein Buch, was unsere Fähigkeiten steigert.
Oder eine große Truhe. Ja, das nehmen wir doch mit. Diese ganzen Schmuckketten sind relativ wertvoll. Die kann man ganz gut verkaufen. Was ich jetzt auch machen werde, fällt mir gerade so ein. Wir haben ja noch unseren Schwarzmarkthändler. So sehen wir. Mit euch zu feilschen kann so erheiternd sein. Mal sehen, hast du denn irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Er hat nur diätische Gegenstände. Was wundert mich jetzt nicht wirklich. Okay, die diätische Krone wollen wir natürlich behalten. Genau wie das, warum ich die nicht auf? Müssen wir gleich nochmal gucken. Cool, und wir steigen gerade sogar in Redekunst. Kann er alles haben. Okay, ist ja das in Dienstag schon getan. Wir haben 2000 Gold mehr. Ja, genau, bis dann. Wir sehen uns ja. Irgendwann vielleicht. Oh, wieder so ein überapokrypher Buch, oder ist das der Fall? Das sieht anders aus, das Buch. Ach so. Keine. Oh, nicht schon wieder du. Oh, der macht aber Schaden. Aber nicht so viel wie ich. Da hat er doch keine Chance. Ich würde sagen, wir lesen erstmal das Buch hier. Nee, Moment, hier muss auch was hin. Nur die Frage, was? Okay. Ich denke, je nachdem, wie die Sockel aussehen, kommt ein anderes Buch rein. Was haben wir denn alles für Bücher? Forschende Scheren. Das sieht mir doch sehr nach Scheren aus. Also doch. Die sind nur nervig. Was machen die hier? Ach, ich habe keine Ausdauer mehr, fällt mir auch auf. Tentakel. Keine erstmal. Lassen wir das doch erstmal in Ruhe. Gut, es sind vier Sockel. Das heißt, ich glaube, in der Mitte wird dann das Buch aktiviert. Speerkugel ist das, glaube ich. So, dann dürfte das hier knochenlose Glieder sein. Oder knirschende Klingen. Also es sind ja Zähne. So eine Art. Moment, und wo war das letzte Buch? Ich glaube, hier ist noch keins. Oder Moment, hä? Ach nee, hier war's. Knochenlose Glieder? War richtig anscheinend. Oder? Könnte richtig gewesen sein. Sieht richtig aus. Jetzt haben wir hier was markiert. Und können weiterreisen. Perfekt. Schön. Oh, und wir sind schon in der richtigen Welt. Weil wir haben schon den Questmarker hier drin. Denke ich mal. Ja, den haben wir natürlich schon gelesen. Klar. Kunst der Kriegsmagie habe ich schon oft genug gesehen. Oh. Interessant. Oh, die Tür ist zugegangen. Noch interessanter. Würde ich sagen, gehen wir mal vorsichtig vor. Machen das nach und nach und überstürzen jetzt nichts direkt. Ups. Oh, cool. Der ist jetzt... Ah, hier nehmen wir gleich noch ein Wort der Macht. Und ich sterbe auch schon mit sechsfachen Schaden. Das finde ich toll. Das spricht ja eigentlich nur für uns. Oh, Sota heißt der Drache. Der hat sogar einen Namen. Aber erstmal wollen wir doch unsere Drachenform. Ja. Oh. Entschuldigung, muss ich mal kurz niesen. Aber ich denke, das ist klar. Ach, da ist er ja. Der Billigdrache. Schreie. Bent Will. Mist.
Ich brauchte 3 Schreie dafür. Ich habe nur 2 angesetzt, glaube ich. Och nee. Das können wir warten. Tatsächlich. Ich bleib einfach mal so hier hinter. Ist ein Eisdrache, ist halt kein Problem. Was soll's. Spiel ein bisschen Versteck. So, nee, ich muss mich jetzt mit dem nicht unbedingt anlegen. Muss nicht sein. Daneben, Kollege. Also die Musik ist ein bisschen fehl am Platz. Die passt gerade überhaupt nicht, weil der Kampf kein bisschen episch ist. Wow, macht das Schaden. Das ist ja gruselig, wie viel Schaden das macht. Warum habe ich nur 2 Wetter geschrien? Ich habe mich ein bisschen mit Y verdrückt. Man sieht viel Schaden davon in einem Nahkampf. Lol. Okay. Seid gegrüßt, Tourist. Euer Tugum ist mächtig. Steigt auf und ich bringe euch zu Mirak. Ja, gerne. Dann mal los, ne? Auch wenn diese Schlangendrachen echt hässlich sind. Aber ich glaube, die kamen auch mit Dragon Ball neu dazu. Ich glaube, ich habe die vorher noch nicht gesehen. Seid vorsichtig. Mirak ist stark. Er wusste, dass ihr kommen würdet. Echt? Wusste er das? Und? Jetzt kann ich hier angreifen, oder wie? Ah, okay. Control. Boah, jetzt kann man hier so ein bisschen kämpfen. Sofort. Also ob das jetzt wirklich... Cool, jetzt macht er so mal einen richtigen Angriff. Also so stark finde ich das nicht, muss ich sagen. Muss ich da jetzt überhaupt landen oder so? Also muss ich das überhaupt machen hier oder kann ich auch einfach weiterfliegen? Ich meine, ich kann die auch selbst nochmal angreifen. Soll schon mit Bögen oder so, glaube ich, theoretisch. Dass ich auch nochmal vom Rücken des Sachen aus kämpfen könnte. Ich werde nach einem Landeplatz suchen. Ja, perfekt. Such mal. Aber jetzt fliegt er weg. Jetzt aber. Ich kann mich nicht mehr drehen. Ah, so. Hier oben, hier ist wahrscheinlich Mirak. Hier wartet er auf uns, denke ich mal. Sir Ota, ihr lasst euch so leicht beeinflussen. Nein, noch nicht. Wir sollten zuerst unseren Gast begrüßen. Hallo? Und so begegnen sich das erste Drachenblut und das letzte Drachenblut auf dem Gipfel von Apokryph. Ich werde erstmal meine Waffen jetzt raussuchen, nämlich die richtig guten. Hakons Schwert ist nämlich eins der... Diese ganzen Eichen-Eisendolche, ne? So, dann wird das Schwert erstmal aufgeladen. Mit einem großen Seelenstein. Und... Was? Nein! Bloß nicht! Na super, jetzt kann ich erst wieder das Favoriten auswählen. So hat es Hermaeus Mora ganz sicher vorgesehen. Er ist ein launischer Meister. So, dann wählen wir unseren Lieblingsschrei aus. Wie war er nochmal? Todeszeichen, Todeszeichen. Da haben wir ihn. Ach nee, Moment. Wir wollen noch einen anderen Schrei haben. Nicht Todeszeichen, sondern Drachenform. Doch nun werde ich frei von ihm sein. Meine Zeit in Apokrypha ist zu Ende. Ich bin voller Kraft vor mir. Also werdet ihr auch meine volle Kraft spüren. Ihr werdet sterben. Und ich werde mit der Macht eurer Seele nach Solstheim zurückkehren. Dann herrsche ich endlich. Ja, da kann meinetwegen weiterreden. Aber erst, wenn wir wieder Todeszeichen ausgewählt haben. Über mein eigenes Schicksal. So, da der anscheinend mit Blitzmagie kämpft, werden wir da erstmal einen Trank zuschlucken.
Nee. Objekte. Und hier haben wir es doch. So, dann einmal so einen leckeren Vampirtrank. Nehmen wir zwei gleich davon. Was ist das denn jetzt Cooles gewesen? Der hält aber echt wenig aus. Oh, lol. Wie ist das jetzt passiert? Ich glaube, das war gerade das Ding, dass der ruft. Ich glaube tatsächlich gerade, dass das Ding war, was er ruft, wenn er wenig Leben hat durch seine Drachenform. Ich meine, wir kriegen ja auch sowas. Prüfer ist zu Ende. Ihr steht in voller Kraft vor mir. Also werdet ihr. So, nochmal das gleiche wie gerade.